Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei UBI Testet. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Heute testet der UBI den Skoda Karoq als Scout-Version. Scout, was ist das? Ganz einfach, das ist die höchste Ausstattungslinie, die Skoda anbietet, ja, zusammen mit der Sportline, hier aber eben auf Offroad getrimmt. Und das wollen wir heute zwar nicht fahren, aufgrund von Lockdown können wir leider nicht in irgendeinen Offroad-Park mit dem Fahrzeug gehen, aber das Fahrzeug ist schon Offroad erprobt, jedenfalls, denn Skoda hat den Wagen mit auf die Euro Truck Experience genommen. Und da sind die Fahrzeuge sehr stark im Gelände eingesetzt worden. Könnt ihr mal so ein bisschen googeln. Skoda Euro Truck. Und da ist unter anderem auch, glaube ich, dieser Skoda hier mitgefahren. Wir schauen aber heute an, wie der Wagen auf der Straße agiert. Und wir wollen den Fokus auf das Thema Verbrauch legen. Wir schicken den Wagen jetzt dann auf unsere Verbrauchsstrecke. Möchte aber euch dann trotzdem noch mit abholen. Und zwar zu einem Gesamt-Kurz-Review, was das Fahrzeug positiv und was das Fahrzeug eher negativ hat. Schauen wir uns zunächst einmal so ein bisschen ganz kurz die Fakten an. Was unter der Motorhaube arbeitet, ist der 2.0 TDI, den man ganz gut kennt. Hier in der Ausbaustufe mit 190 PS, stets gekoppelt an eine 7-Gang DSG, also ein Doppelkupplungsgetriebe. Allrad ist auch bei der Scout-Version immer an Bord. Die Scout-Modelle gab es auch nur mit den Top-Motoren, also als 2.0 TSI und TDI. Der 2.0 TSI ist aktuell nicht bestellbar, sondern nur der 2.0 TDI. Das Allradsystem ist so gekoppelt, dass ihr im Grunde genommen stets als Frontantrieb unterwegs seid und erst wenn die Vorderräder die Traktion verlieren, dann wird elektronisch über eine Kupplung die Hinterachse zugeschaltet für mehr Traktion. Das heißt, Normalbetrieb sollte sich das vom Verbrauch jetzt nicht sonderlich auswirken, aber der Karoq ist nicht der leichteste, denn rund 1650 Kilo ist das Leergewicht ohne meine schlanke Persönlichkeit. Wenn die dabei ist, dann werden wir die 1700 Kilo gerade so knacken. Und Skoda gibt den Karoq Scout 4x4 hier mit 5,9 Liter im WLTP-Zyklus an. Das wollen wir einfach mal nachschauen, ob wir damit auskommen oder ob wir mehr oder weniger Sprit konsumieren. Ich werde mich jetzt auf die Strecke machen. 10% Stadtverkehr, 40% Autobahn mit VMAX 140 Stundenkilometer und 50% Überland. Ich fahre ihn tanken, fahre die Strecke, fahre ihn wieder tanken und dann sehen wir uns zum Fazit. Wenn ihr dran bleibt, Kanal nicht vergessen zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, Video zu liken und gerne zu teilen, aber vor allem zu kommentieren unten in der Box, denn ich möchte wissen, was ihr zum Skoda Karoq sagt. Also, viel Spaß!
Ja, das Auto piepst, heißt, der Schlüssel ist noch drinnen, es geht gleich weiter für mich. Aber wir sind angekommen und zwar am Ende von dem Video hier. Kurzer prüfender Blick auf das Verbrauchssheet. Wir haben 5,9 Liter angegeben laut WLTP. 6,7 Liter waren die Bordcomputeranzeige und 6,8 Liter war dann die Errechnung aus der Tankung. Erschrocken bin ich durchaus von dem für mich erhöhten Verbrauch. Normalerweise schaffen wir es eigentlich mit unserer Runde den WLTP-Zyklus ziemlich genau zu treffen oder vielleicht sogar teilweise ein bisschen zu unterbieten. Aber dass ein Fahrzeug so extra drüber liegt über den WLTP-Zyklus, das hatte ich hier mit den ganzen Verbrauchsvideos noch nicht. Das heißt, mich wundert es hier schon, dass der 2.0 TDI hier wirklich mehr verbraucht. Und das merke ich auch im normalen Testzeitraum, habe ich es festgestellt, dass er hier einfach mal so gefühlt knapp einen Liter mehr trinkt. Woran das natürlich jetzt liegt, ich weiß es nicht. Das Fahrzeug ist rund ein Jahr alt, hat keine 6000 Kilometer gelaufen. Also natürlich gibt es vielleicht noch irgendwelche Einlaufeffekte. Dennoch aber hatte ich das bis jetzt bei keinem 2.0 TDI so extrem. Würde ich mir trotzdem kaufen? Ja, ich würde mir den Skoda Karoq durchaus kaufen, wenn aber vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem 2.0 TDI. Ich würde vielleicht zum 1.5 TSI greifen. Der ist immer so das gute Mittelmaß, was das Ganze aus Preis-Leistung beinhaltet. Der 2.0 TDI macht aber an sich eine sehr gute Figur. Er hat viel Kraft, lässt sich schön auf langen Strecken fahren. Vor allem, wer wirklich viel Langstrecke fährt, der wird sich mit dem Motor auf alle Fälle eine Freude machen können. Eine Freude könnt ihr natürlich eurem Skoda-Händler auch machen, wenn ihr ihn bestellt. Der Einstiegspreis für die Scout-Variante liegt bei 38.880 Euro mit 19% Mehrwertsteuer. Unser Testwagen, der nicht komplett ausgestattet ist, aber ist natürlich sehr reichhaltig, der liegt bei rund 50.000 Euro. Autsch. Ja, es ist wirklich Autsch für ein Kompakt-SUV. 50.000 Euro ist eine richtige Hausnummer, aber das zeigt wiederum, Skoda ist innerhalb des Volkswagen-Konzerns nicht mehr die günstige Marke, sondern eine weitere Premium-Marke. Das schaffen sie aber auch ganz gut umzusetzen mit ihren Simply Clever Details, die immer vor allem gegenüber Volkswagen-Modellen doch nochmal rausstechen. Eine sehr gute Verarbeitung, auch immer die modernste Technik stets mit an Bord. So auch hier die sämtliche Assistenzsysteme, neue Infotainment-Sachen. All das bietet der Skoda Karoq auch. Plus eben sowas wie das Vario Flex Sitzsystem, die Sitze, die man ausbauen kann, nicht nur einfach umlegen. Und das war ja auch der Gedanke, als der Karoq damals auf den Markt kam und den Skoda Yeti beerbt hat, der dieses konnte. Deswegen hat man das ja auch hier umgesetzt. Und das bietet natürlich eine extreme Variabilität euch da draußen, wenn ihr den Wagen kauft. Und deswegen würde ich dieses Vario Flex Sitzsystem auch stets mit ordern. Die Frage ist aber jetzt, wie ist es für euch? Würdet ihr den Skoda Karoq kaufen? Falls ja, schreibt mir warum. Wenn nein, ebenfalls, was eure Meinung ist. Und solltet ihr sogar einen Skoda Karoq fahren, schreibt mir doch mal eure Erfahrungen mit dem Karoq unten in die Kommentarbox. Jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr noch den Kanal abonniert und das Ganze liked, gerne auch teilt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.